Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir warten hier auf der Insel jetzt nur kurz, bis unser Flaggschiff hier ankommt, damit wir das Item für die Paprika hier reinzimmern können. Dann sollte die Produktion hier ohne Probleme laufen. Das müsste ja eigentlich gleich kommen. Das ist aus unser Wurstschiff. Ja, das müssen wir auch unbedingt austauschen. Das wird Zeit. Und dann legen wir damit los, unsere Jagdhütte hin, um zu funktionieren. Ich kann auch mal in der Zwischenzeit schon mal gucken, während er hier hinfährt, wie viel wir genau brauchen an Jagdhütten. Das brauchen wir überhaupt wofür? Für die Schneiderei. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion. Und die Schneiderei. Es wird nicht gerade leichter, wenn jemand zusieht. Sind das, ja. Einmal kurz gucken. Genau. Produktion. Schneiderei. Oder besser gesagt, da werden ja die Dinger da hergestellt, die, wo haben wir das denn? Genau, die Pilzmittel. Nachfrage 6 Produktion. Wir produzieren auch nicht mehr im Überfluss. Hiervon herrscht. Wir haben eine Nachfrage von 10 und 9. Deswegen ist es auch immer wieder knapp. Das ist klar. Wie viel haben wir davon entstehen, wenn wir eine Versorgung von 9 haben? Wie viele Jagdhütten haben wir stehen? 1, 2, 3. Warte mal, kann man das nicht einfacher nachgucken? Das war Ingenieure, ne? Ne, Handwerker schon? Okay. Handwerker, den, auf dieser Insel haben wir 9. Alles klar. Also ist 1-1. Sehr schön. Gut, davon haben wir auch Items. Das weiß ich. Flaggschiff ist immer noch nicht da. Das habe ich doch hierher geschickt, oder nicht? Meine ich. Wo ist denn mein Flaggschiff, wenn ich fragen darf? Schiefe. Die Schiefe haben wir hier. Warte mal, was holt der denn? Bereit. Ach, der holt das Fleisch ab. Alles klar. Hier muss ich, glaube ich, echt mal aufrüsten, was Ladekreis betrifft. So, das ist die Ave Maria, das ist Neptuns Beute, da ist mein Flaggschiff. Das schippert hier rum. Das müsste doch auch... Ja, ja, es ist auch auf dem Weg dahin, alles klar. Flaggschiff steht zu Diensten. Ja, ja, du sollst hier hin. Ich war mir da nicht mehr ganz so sicher. Aber das brauchen wir hier. Den schippern wir da hin. Ich glaube, ich muss hier echt mal was unternehmen. Hier ist ein leichter Stau am Hafen. Das geht so natürlich auch nicht. So, den Former. So, du holst. Das ist er. Nicht der. Das ist sie? Okay. Mit der Kohle müssen wir gleich auch mal kurz gucken. So, warte mal. Den? Das. Sie haben es sicherlich längst kommen sehen. Och nö, warum jetzt schon wieder? Er hat mir den Krieg erklärt. Okay. Beeinfluss, Konservenfabrik, Eisenmine, Rinderfarm, Paprikafarm und Großküche. Den wollte ich auf jeden Fall hier haben. Und der. Den brauchen wir später woanders. Den auch. Produktivität Schiff plus 10%. Unter den Schuss. Unterhaltskosten minus 40 und das war die Produktivität, die brauchen wir woanders. Warte mal kurz. Ich muss mal einmal kurz in die Politik. Wieso? Oh, ein Skandal. Kriegserklärung gegen uns. Ja, das wissen wir doch. Da sind wir schon wieder dran. Warum auch immer? Was habe ich Ihnen denn getan, Mensch? Geschenk anbieten, dazu sicher? Sie sind ein sehr vernünftiger Mensch. Einschmeicheln? Oh ja, ich versuche alles sportlich zu nehmen. Das ja, stimmt. Das sehen wir, wie sportlich du das nimmst. Friedensvertrag, Waffenstillstand leicht erhöht. Ja, nimm das Sie Geld. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in uns. So, dann lassen wir mal die Spießchen hier sein, ne? Wir müssen uns bei dem unbedingt mal wieder ein bisschen... Probieren wir mal. Ging nicht? Doch. Ja, nimm Damit Geld. Damit meine Tochter wieder lachen kann. Genau. Anarchisten. Sag mal, warte mal. Hab ich gerade richtig geguckt? Moment, nochmal Diplomatie. Deswegen, sie ist mit dem verbündet, ne? Ödes Leben. Die Gewerkschaft hat genau das vorhergesagt. Warum hat sie mir denn jetzt den Krieg erklärt? Leicht eingeschränkt, Geschenk anbieten unmöglich, beleidigen, absolut sicher, will ich doch gar nicht. Friedensvertrag ersuchen, unmöglich, Waffenstillstand, unmöglich. Okay, ich meine, sie ist jetzt nicht so die Riesengefahr, aber das muss doch nicht sein. Wer hat mich denn angegriffen, er oder sie? Kisten unter Deck! Wahrscheinlich er, aber... Ich hoffe doch mal, dass sie das sein lässt.
Ich warn dich, Mädel, ich warn dich. Oh Mann, und da habe ich mich extra die letzte Folge noch bei ihr eingeschleimt. To that note. Kriegen wir schon wieder hin. Wie gesagt, ich kann auch noch aufrüsten. So ist es nicht. Ich wollte es bloß eigentlich nur Frieden haben. So, beeinflusst Rinderfarm, Paprikafarm und das. Wenn ich das jetzt da reinhau. Hier reinhau. So. Müssen die doch erhöhte Produktivität haben. Was wird sie zu uns? Ja, tut's auch. Die schaukeln gerade ein bisschen höher. Wunderbar, wunderbar. Den mal gucken, ob das reicht. Das brauche ich später auf einer anderen Insel. Admiral auf der Brücke. Und zwar auf die hier unten. Hier sollen die Dinger aufgebaut werden. So, warte mal. Naja, ich will meine Schiffe ja sowieso alle austauschen. Will mal was gucken, dass die falsche Werft. So ein Kriegsschiff. Bauen könnt ihr es. Kostet aber echt Einfluss, ne? Aber ich glaube, damit hätte ich größere Interesse. Das ist sie, ne? Ja, gut. Das ist natürlich jetzt nicht so gesund. Sie hat momentan, ja... Okay. Wärst du bitte mal weiter? Du hast gegen zwei keine Chance, mein Freund. Obwohl, ihre Schiffe sind schwer beschädigt. Na gut, meine Schiffe haben ein bisschen mehr Wumms drauf als ihre. Und das wird da vorne auch schon repariert. Aber die wollt's nicht anders, ne? Die wollt's nicht anders. Ja, klar, weil ich ihre anteilige Mobs habe. Da müssen wir mal googeln. So, wir bauen erstmal einfach nur mal zum Schiff Test. Unter Beschuss. Zu gucken, wie die sind. Das ist ein Öltanker. Ich kann doch keins bauen, ne? Schlachtkreuzer. Schiff unter Beschuss. Nee, die kann ich gar nicht bauen. Noch nicht. Okay, das ist natürlich jetzt sehr, sehr übel. Sie will es nicht anders, ne? Sie will unbedingt. Und so viel besser bist du auch nicht, Lady. Ihre Schiffe können irgendwie schneller wenden als meine. Okay, das läuft jetzt gerade doof. Ich weiß nicht, was die Lady vorhat, aber sie ist leicht stinkig. Man könnte meinen, du wärst gar kein Royalist. Gut, das ist natürlich... Sehen Sie sich nur an. Stolz zu Recht. Ja. Und du, das ist sie? Ja, sie. Die Söhne... Ah, wolltest du meine Hauptinsel angreifen, oder was? Sieh mal an. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Kann den Krieg jetzt gerade eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, aber... Sie verliert gleich ihr Schiff. Ein neuer Auftrag? Obwohl, der kann nicht schießen. Will sie mich jetzt aushungern, oder was? Lady, das kommt nicht gut. So, aber warum? Ist das? Das Schiff sie. War ihr Saar. Warum kann ich keine Schlachtkreuzer bauen? Da brauche ich diese dicken Kanonen für. Wo kriege ich die denn her? Schiff unter Beschuss. Yo, ich seh's. Komm, trau dich mal dich daran, Lady. Ich habe jetzt echt gedacht, ich konnte die bauen. Aber dich daran trauen tut sie sich nicht. Ist sie vielleicht auch mit ihm im Krieg? Nee, ne? Okay, warte mal. Die bringt hier gerade alle Pläne durcheinander. So ist natürlich... Sie ist schon wieder auf Null. Ich hatte sie doch eben schon ein bisschen höher gekriegt. Kann ich aber auch ehrlich gesagt nichts wirklich machen gerade. Nützt alles nichts? Wo kriege ich denn diese dicken Kanonen her? Mal kurz gucken. Das ist doch bestimmt Ingenieure. Ja, da sind sie doch. Schwere Geschütze. Ach, du Heilige. Schiff unter Beschuss. Die kann ich jetzt definitiv nicht bauen. Schiff unter Beschuss. Die bunkert sich hier vor meinem Hafen fest. Ihr Hafen wird angegriffen. Echt jetzt? Welcher Hafen?
Oh, das geht. Das kommt deinem Schiff nicht gut, Lady. Das würde ich nachlassen. Schiff unter Beschuss. Schiff unter Beschuss. Oh man. Okay. So, warte. Das Schiff erwartet Anweisungen. Das da würde ich schon gerne mitnehmen. Treib gut. Warte mal, lad mal kurz die zwei Sachen aus. Danke. Habt ihr mir ja geschrieben, soll der Treibgut mal ein bisschen mitnehmen. Steuermann! Naja, vielleicht wird sie ja noch vernünftig, ne? Vielleicht. Das Schiff hat sie auch verloren. Ja? Schiff unter Beschuss. Hat sie ja schon zwei Schiffe verloren? Lass mal einen Öltank in Ruhe. Was soll eine Insel? Lady, Lady, Lady. Unterlasse dies. Okay. Was war denn drin im Treibgut? Das war bei meiner Insel hier unten. Wo der da? So, was hatten wir denn? Admiral auf der Brücke. Trauben. Na gut, sie hat den Trauben geladen. Warum auch nicht? Sie hat's abgesehen auf meinen Öltanker. Okay, Lady, ich glaube, du willst echt Ärger haben. Die hatte ich ja hingeschickt zum Verkaufen, ne? Jetzt haben sich die Pläne da etwas geändert. Das ist eine Fregatte. Das ist ein Clipper. Den Clipper kann ich verkaufen. Welch höchst erfreuliche Überraschung. So. Die Fregatte. Ah, die Fregatte schicke ich erstmal hier hin. An die Segel und Frass. Zur zusätzlichen Hafenverteidigung. Das muss hier erstmal kommen mit ihr. So, wir brauchen denn jetzt wie viele? 9 haben wir es den, ne? 9 reichen nicht. Gut, die guten Jagdhütte, ne? Mal was gucken. Die guten Jagdhütte, ne? Die guten Jagdhütten sind nicht hier. Ne, das war Handwerker, ne? Die guten Jagdhütten, sie müssten dastehen. Und die Fruchtbarkeit haben wir nämlich auf dieser Insel. Ja. Oh, die haben heute eine extreme Reichweite. Jetzt will ich mal was gucken, wenn ich den hier hinstelle. 1. So wird der zwar auf 100%, aber der andere nicht mehr. So, so werden beide auf 100%, ne? So. So müssen auch beide auf 100% sein, wenn ich mich nicht täusche. Schon irgendwie merkwürdig, dass es immer unterschiedlich ist, aber... So, das wären 4. Kann auch sein, dass das falsch anzeigt. So, das wären jetzt 6. Klar, wir brauchen noch ein paar mehr. Ich muss mal kontrollieren, ob Schiff die wirklich unter Beschuss auf 100% arbeiten. Die gehen mir auf die Nerven. Ah, ich schippe natürlich genau an ihrer Insel vorbei, ne? Das ist mein Rumschiff. Oh je. Guck mal, ich muss wohl langsam aus der Reichweite ihres Hafens kommen. Ich glaube, mein Rumschiff geht baden. Das ist nicht gut. Alter, was hat denn der für eine Reichweite? Boah, ich müsste aber jetzt echt mal aus der Reichweite des Hafens sein. Ich glaube nicht, dass sie mit dem Kahn da noch hinterherkommt. Ne, ne, vor allem, weil er gegen den Wind fährt. Der müsste eigentlich hinkommen. Fährt er denn hin? In welche Richtung? Richtung Eine meiner Insel. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Jo, 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 jo. Da kümmern wir uns gleich drum. Gut, mit dem dürfte sie nicht hinterherkommen. Sie fährt hier hin, aber allerdings haben wir hier keinerlei Verteidigung, ne? Und ich kann hier, glaube ich, auch jetzt auf die Schnelle nichts hinzimmern, ne? Ich sehe hier nicht mal Hafenverteidigung. Goldmine, guten Hafen, Hafen, Hafen. Sehe ich hier nicht. Da ist Hafen. Ich habe hier keine Kanone und nichts. Das bringt mir gar nichts. Aber zumindest den könnte ich bauen.
Dann wird das Schiff zumindest repariert, wenn es hier steht. Das Kontor schießt hier auch ein bisschen. So ist das nett. Wollen wir denn hier heil an? Ich hoffe es. Und bild mal ein bisschen schneller aus, mein Freund. Boah, sie, ja gut, er entkommt, aber sie kommt schon mit Verstärkung. Das ist der Pirat. Gute Fahrt 3 heißt ihr Schiff. Was? Hat ihnen Anteile an der Insel? Moment. Nee, 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 mein Freund. Nee, 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 nee. Obwohl das jetzt nicht wirklich gut kommt, ne? Ach, was. Ich lasse ihm erstmal die Anteile, solange er nicht alle kriegt. So, hier ist eine Krankheit ausgebrochen. Ja. Aber wir haben doch hier eine Polarwacht in der Nähe, Mensch. Oder? Jetzt kommt gerade alles Wenn auf einmal. Wenn Sie kurz wegschauen würden. Da ist die Polarwacht, ne? Ja. Ah, reicht nicht bis da oben hin. Gut, können wir hier vielleicht noch eine Polarwacht bauen? Wäre das vielleicht möglich? Naja, dann müsste er sich gleich drum kümmern. Das ist natürlich doof, ne? Dass ich jetzt mit ihr im Krieg gerate. Ich hätte mit jedem gerechnet, nur mit ihr nicht. Okay. Viele Besucher verkürzen ihren Aufenthalt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Was war er? Der müsste zumindest gleich repariert werden. Wenn sie hinterherkommen sollte... Das sind auch ihre Schiffe. Dürfte sie angegriffen werden. Ah, gut, ja gut. Ich weiß, er hat meinen Anteil da geklaut. Im Moment bin ich aber gut im Plus. So geht das natürlich gar nicht. Ich kümmere mich gleich weiter um die Jagdhütten. Da rechnet ja auch kein Mensch mit, ne? Ah, sie dreht ab, ne? Ja. Die traut sich nicht hierher, aber der dürfte eigentlich repariert werden. Wird er auch? Wir haben ein paar Lecks. Du wurdest erstmal, mein Freund, bis du komplett repariert wirst, bevor du hier abzwitscherst. Genau. Ich muss auch mal kurz schneller laufen lassen. Einmal pausieren das Ganze, würde ich sagen. Ja, ja, ich weiß, dass es ein Problem gibt. Er soll doch nur das Schiff reparieren. Gut, sie dreht ab. Vielleicht kann ich mir ja eine Zwischenzeit mal, während er repariert, hier ein bisschen einschleimen bei ihr. Friedensvertrag unmöglich, Waffenstillstand unmöglich. Ja, weil wir gleich null sind. Leicht eingeschränkt, erhöht. Oh, ist es üblich, ein Gegengeschenk zu machen? Ja, das bringt natürlich auch nicht viel. Unmöglich, erhöht. Ich fürchte, dass ich Schande über meine Vorfahren. Ich glaube, ich werde jetzt den Grund und Boden bomben müssen. Gut, einmal kurz den reparieren lassen. Ja, ja, die großen Schiffe kann ich nicht bauen. Die Epidemie wurde besiegt. Na siehste mal, geht doch, geht doch. Oder reparier mal kurz ein bisschen schneller. Das Schiff fährt ja zum Glück nicht mit Wind, so dass sie nicht hinterherkam. Ich bin so langsam wirklich, um sie ein bisschen einzuschränken. So, du bist repariert genug, du kannst wieder losschibbern. Aber überlegen, ihr die Hauptinsel zu mobsen. Weil da besitze ich ja sowieso so gut wie alles, ne? Ja. Gut. Kosten der Übernahme. Alter, okay, das Geld habe ich nicht. Das sind 4,9 Millionen. Um ihre Insel wegzunehmen. Eieiei, aber damit müsste ich sie rein theoretisch, sie dürfte ja so zusammensacken, quasi den Rest geben. Wo sie hier auch schon eine ziemlich große Siedlung hat, sie aber hier mich. Hat er ein Teil. Ich meine, ich bin bei ihr sowieso auf minus null, also holen wir uns das wieder. Wie würde denn hier die Übernahme kosten? Ersparen Sie dem Kaiserhaus diese Schmach. Okay, das wären nur 1,1 Millionen. Um sie ein bisschen zu schwächen. Ich weiß nicht, ob ihr das was wirklich ausmacht. Aber probieren könnte man es. Sie verliert einen Haufen Einnahmen dadurch, ne?
Obwohl ich die Insel eigentlich nicht wirklich brauche, aber... Rubien geht über Studieren. So, wir kümmern uns erstmal weiter um da drüben. Das wollte ich ja. Ich will erstmal wissen, ob die überhaupt... Wie geht's? Naja, jetzt sind sie erstmal auf Null. Aber es sieht so aus, ne? Nicht, dass sie sich hier gegenseitig in die Quere kommen, ich weiß es nicht. Klar, die aber jetzt nicht, weil sie voll sind, ne? Das Problem ist hier halt auch richtig zu bauen. Dafür haben wir Schiff auch noch die Items. Auch noch die Items dafür. Die lernt er nicht. Lady, unterlasse dies. Das Schiff kam noch gerade. Das Schiff kam gerade an, ja. Ach, Mädel. Ich habe auch keine Ahnung. Ach, der fällt gerade raus. Okay. Wollt gerade sorgen. Gut, sie will es nicht anders. Dann mache ich sie fertig wie ein Rettich. Ich habe versucht, dich zu retten, Lady. Ich habe versucht, Schiff dich unter Beschuss. Zu retten. Das geht so nicht. Der fährt hier immer vorbei. Das geht so nicht. Die Route liegt hier so beschissen, dass er immer da vorbei fährt. Unter Beschuss. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da auch, ne? Schiff unter Beschuss. Die Alte will's wissen. Okay, das ist natürlich jetzt... So war es aber auch nicht geplant. Das auf Ihren Befehl. Nein. Die greifen mich gerade auf all den Fronten an. Der Kahn ist weg, ne? Den hat sie echt versenkt, Schiff, oder? Ein wurde zerstört. Ja. Das war mein Rumschief. Okay. Wir kriegen gleich ein Riesenrufproblem. Beschuss. Mehr Druck im Kessel. Ich muss sie fertig machen, wie eine Rettich. Das geht nicht anders. Ich meine, ihre Schiffe sind auch stark beschädigt, aber nicht stark beschädigt genug. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wenn ich... Schiff steht bereit. Jetzt alles nehme, was geht. Klappt das vielleicht? Auf jeden Fall kriegen wir gleich ein Rumproblem. So viel steht schon mal fest. In die Takelage! Traut sich aber auch nicht an meine Hauptinsel ran, ne? Ach Lady, du. Tut sowas der Not? Muss das denn sein? Ich wollte doch nur Frieden. Ich wollte nur Frieden, aber du, nein, du willst es ja nicht anders. Ich nehme dir die Insel weg, ob es dir nun passt oder nicht. Dadurch verliere ich zwar einen Haufen Arbeiter. Schiff aber, unter Beschuss. Und ich komme natürlich so auch nicht zum Baum. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Oh Mann. Nein. Das ist mein Messergeschütz von mir. Schuss. Schiff unter Beschuss. Die willst du halt nicht anders, ne? Ach, Lady. Das wird nix. Vergiss es. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Schiff unter Beschuss. Ist das sie? Jetzt holt sie sich hier die Insel. Alles klar. Ach. Sieh mal an. Jetzt baut sie hier eine Insel. Mitten vor mir. Ist das dein Ernst, Mädel? Das ist doch nicht dein Ernst. Und du fährst bitte mal weg, wohl. Das schaffst du nicht alleine.
Das nicht ihr Ernst, ne? Du fährst bitte mal weiter. Das schaffst du nicht. Okay, jetzt geht's ja. Okay, warte mal. Das mit den Handelsrouten muss erstmal warten, doch das geht nicht anders. Alter, und das direkt. So, jetzt reicht es. Jetzt reicht es. Gut, ich kann zwar keine schweren Geschütze bauen. Neue Befehle? Du lädst erstmal aus, mein Freund. Zumindest alles, was geht. Geht ja nicht wirklich viel. Aber wenigstens ein bisschen. So nicht, Lady. Hier wird nicht vor meiner Tür eine Insel gebaut. Und das kannst du vergessen. Das war die da, ne? Angriffsformation! Das ist mich meine Insel. Direkt vor Warstein. Das kannst du vergessen, Lady. Das kannst du getraus vergessen. Okay. Sie will ja keinen Frieden. Ah, das Problem ist halt wirklich, ich kann auch nicht wirklich Schiffe bauen, aufgrund von Einflussmangel. Da kommt er, ne? In die Takelage! Ich glaube zwar nicht, dass der das alleine schafft, ehrlich gesagt. Aber probieren. Weil jedes Mal der Schiffe, was hier vorbeifährt, wird sie jetzt angreifen. Schiff unter Beschuss. Ah, das wird so nix. Schiff unter Beschuss. Erstmal das Schiff. Feuer von allen Decks. Oh, ich weiß. Geht gerade nicht anders. Ich muss hier leider mal ein bisschen... Okay, sie schickt für Stackung, das ist nicht gut. Das Schiff muss hier weg. Ein rostiger Nagel im Auge meiner Feinde. Ja, fahr dahin. Da bist du drüber sich der gerechten Sache an. Oha, hoffentlich kommt der da heil vorbei. Sie hat zumindest ein Schiff verloren. Ja, dann sammeln wir gleich noch auf. Ist hier gerade ein bisschen blöd. Das Ding muss hier definitiv weg. Oh, warte mal. Mehr als bereit. Ich werde die Handelskriegsschiffe da abziehen und sie hier positionieren. Das geht nicht anders. Der Widerstand ihres Feindes bröckelt. Ja, das merke ich aber mein Schiff auch gleich, wenn es so weitergeht. Oh je. Schiff unter Beschuss. Ja, das weiß ich. Ihr Hafen wird angegriffen. Jetzt auch noch mal ein Hafen? Guck sofort. Oh, das schafft er nie. Was? Achso, ich hab sie erobert. Wir bleiben in Inselmoral 20. Ein Schiff wurde zerstört. Er hat es tatsächlich geschafft. Okay. Anteile beanspruchen. Insel erobern, würde ich sagen. Damit sie hier wegkommt. Sie hat es tatsächlich geschafft. Wir lahmen etwas. Okay, die Insel gehört jetzt mir, aber... Gut, sammeln wir auf. Jo. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Wo denn? Hauptinsel. Das hat sie nicht geschafft, ne? Das hat sie nicht geschafft, nein. Okay, die Insel hier unten ist zumindest mein jetzt, auch wenn ich sie eigentlich nicht wollte, aber besser als wenn sie das hat. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So, du sammelst jetzt erstmal die Sachen hier auf. Ach, das sind die Items, okay. Sind unterwegs. Und Fisch war doch an Bord, ne? Segel setzen. So, jetzt reicht es hier. Jetzt reicht es hier definitiv, Lady. Ein Item ist weg, okay.
So, ihr zwei? Stillgestanden, der Admiral. Hab ich hier einen Reparaturkran? Ja, ne? Ihr zwei fahrt erstmal hier im Hafen. Lasst euch vollständig reparieren. Achtung, Admiral anwesend. Die Schiffe können ausladen. Schaden pro Schuss. Angriffsgeschwindigkeit, das kann drin bleiben. Das laden wir mal aus. Selbstreparatur lassen wir drin. Wir rüsten gleich die beiden Schiffe anständig aus. So geht es nicht. Auf die alte Dame ist Verlass. Da liegt auch noch was. Das nehmen wir mit. Gut, die Jagdhünden müssen wir an, aber die kriegen wir. Die kriegen wir hin, die Jagdhünden. So kann das nicht bleiben. Jetzt reicht es. Ich habe versucht, sie zu schützen. Orientalisches Feuerwerk, okay. Vor allem ein bisschen dichter ran. Vielleicht haben wir da ja auch noch Items. Ich baue mir jetzt eine Flotte zusammen. Oh, das kannst du einmal ausladen. Haben wir noch irgendwas für Schiffe? Schiffs-Items? Selbstreparatur. Naja, gut, zumindest das. Wunderbar. Du begibst dich jetzt mit zu den anderen Schiffen. Hierhin. Auf Kurs halten! So, den gucken wir hier mal ganz kurz. Erstmal muss ich hier... Die Fische, die können runter. So, die laden wir auch mal aus. Und den werden wir hier ganz kurz... Angriffsreichweite unten reinsetzen. Den laden wir mal aus, den setzen wir aufs andere Schiff. So. In die Takelage! So, sehr schön. Wunderbar. Der kommt auch an. Los. Ja, ja, ich weiß, dass ich ein Rumproblem kriege. Hatte sie ja nicht was irgendwas im Konto? Nö, ne? Ehrlich gesagt will ich die Insel hier ja gar nicht haben. Was ist denn hier überhaupt? Nichts Großartiges. Hier hat sie sich doch garantiert auch nur geholt, um einen taktischen Vorteil gegenüber mir zu haben. Aber das kriegen wir alles wieder im Griff. So, wie sieht's denn mit der Insel aus? Kann ich sie inzwischen einnehmen? Ja. Ich weiß, kostet eine Menge Einfluss. Das ist es mir jetzt wert. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. So. Ich flehe Sie an. Ersparen Sie dem Kaiserhaus diese Schmach. Selber schuld, Lady. Die Insel bist du los. Ich wollte ja nicht so weit gehen. Aber du hast selber Schuld. Ich mach dich fertig wie ein Rettich, Lady. Ich mach dich fertig wie ein Rettich. Hier schnappen wir uns gleich die nächsten Inselanteile. Sie haben ihren Anteil und ich muss mich für sie freuen. Du verlierst alles, Lady. Du verlierst alles. Wirklich alles. Okay. In der Zwischenzeit werde ich einmal ein neues Frachtschiff bauen. Ein Deal mit Frachtschiff. Wegen, Rum ist... Die Rumrude ist ja ohne Schiff. Da muss ja wieder dringend Rum hin. Ei. Der Rest lüft ja alles noch. Das kriegen wir hin. Wir sind für heute erstmal am Ende. Die werden hier gleich repariert. Denke ich mal. Sollten sie zumindest. Ja, ja, Lady. So nett. So, du kommst dahin. Du kommst dahin. Hier unten hat sie sich noch eine kleine Insel geschnappt, wie es aussieht. Die ist aber etwas besser bewaffnet. Da schnappen wir uns mal die Anteile. Die Kaiserin wird enttäuscht sein, dass ich Boden verloren habe. Tja, dein Problem, Lady. Dein Problem. Jetzt... Regnet es hier auch der Bahn durch. Jetzt mache ich dich platt. Jetzt mache ich dich fertig. Jetzt tilge ich dich von der Landkarte. Es geht nicht anders. Aber auf jeden Fall, wir sind froh heute am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen geht's denn hier weiter. Bye, bye.